Gibt es eine lustige Geschichte so von früher, was er mal angestellt hat, worüber man jetzt lachen kann? Ja, hau raus. Oh, das ist aber schon sehr intim. Okay, dann lass es. Aber das ist, da warst du zwei. Okay, hau raus, komm. Aber ich hab dir die immer zusammen gebadet, also. Und natürlich sitzt man nackig im Wasser. Okay, Vorsicht. Ja, und ich höre ihn schreien, wie verrückt. Weil ich glaube, ich habe Hand oder was geholt. Okay, ich weiß, welche Geschichte. Boah, David hat schon richtig, richtig cool reagiert. Ich glaube, in so einer Situation kannst du aber auch einfach nicht abbrechen. Auch wenn du weißt, jetzt kommt die peinlichste Story ever. Seine Schwester, die saß da und hat seinen kleinen Penis in der Hand und zieht und sagt, ich will auch so was. Und es war so witzig. Der war ja schon ganz blau. Ich hätte ihn ja abgedrückt. Wie sie das dann auch weiter ausgeführt hat und dann noch weiter ausgeführt hat. Und ich fand's total herrlich. Die fand sie so ungerecht behandelt, dass er da mehr Körperteile hat wie sie. Finde ich cool, dass sie die gedroppt hat. Wir haben alle gelacht, er hat auch gelacht. Und von daher war's witzig. War schön mit euch. Ich habe was mitgebracht und ich habe so ein bisschen vorhin den Zeitpunkt verpasst. Ich überreichte das einfach mal. Ich habe das gestern. Das ist wirklich. Genau. Ich habe da gestern so ein bisschen so geknotet und so. Also kannst du auch gerne rausholen. Oh. Hast du das selber gemacht? Ja, habe ich gestern selber gemacht. Oh, guck mal, wie hübsch. Oh, das gefällt mir sehr gut. Guck mal. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gern. Doch, das ist sehr schön. Es kann jeder, wenn er es halt in den Laden geht und was kaufen, ja, aber selber was kreieren. Und da ist ja Zeit dahinter, vielleicht auch Gefühle oder. Ja. Das war echt sehr schön. Das ist ganz toll. Also für mich ist es total schön, dass ich seine Mutter kennenlernen konnte, dass ich auch so ein bisschen Teil seines Lebens jetzt halt auch mehr gesehen habe und halt auch einen sehr wichtigen Teil. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich sie nochmal wiedersehe. Ich finde einfach, dass sie ein Mensch ist. Durch ihre Offenheit gibt sie einem einfach gleich das Gefühl, dass man einfach sprechen kann, egal über was, was einem gerade so in den Kopf kommt, weil sie ja auch so ist. Aber bezaubern. Schöne Frau, ne? Ja, aber frag mich jetzt nicht, ich hab kein Favorite. Ich bring dich nicht in die Situation. Nee, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass du sagst, boah, die ist für mich voll herausgestochen oder fand ich so und so, dann soll es von dir auskommen. Aber ich werde dich da jetzt nicht irgendwie. Nee, weil die so unterschiedlich sind, aber jede ist doch voll so schön. Besonders. Ja. Alle drei fand ich super. Echt, also eine wie die andere sehr sympathisch. Pop. Wie gesagt? Würde ich auch nicht gern in meine Haut stecken. Nee, um Gottes Willen.